Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der Losberg. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen. Wir starten direkt, haben den Motor gestartet und fahren direkt zu Feld 53 runter und wollen dort jetzt einmal düngen. Wie ich schon erwähnt gehabt in der letzten Folge, erstmal düngen, dann pflügen, dann nochmal düngen, dann kommt die Einsaat und dann wird nochmal anschließend gedüngt und das kriegen wir definitiv hin. So, wir werden einmal runterfahren. Der Weg ist nicht weit, die Strecke ist nicht so weit bis zum Feld. Das geht relativ easy. Aber wir kriegen das hin. Wir fahren einmal hin und werden gucken, dass wir natürlich dort einmal schnellstens düngen. So, das sieht soweit gut aus. Wir haben jetzt noch 369.000 auf dem Konto. Das ist jetzt nicht mehr allzu viel, aber ist in Ordnung. Wir müssen überlegen, genauestens, wie wir das angehen. Das Problem mit dem Geld. Tiere haben wir mittlerweile relativ viele, sage ich mal so. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt mehr. Also schon mehr, ja, aber jetzt nicht dringend, sag ich mal. Klar, wenn wir nochmal Tiere holen sollten, wäre es nicht verkehrt, klar, aber ist es, sag ich mal, nicht zwingend notwendig. Wir haben jetzt erstmal relativ viele Tiere. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir natürlich auch das mit dem Futter hinbekommen, das Problem. Und natürlich anschließend auch die Versorgung der Tiere. Stroh ist kein Problem, dafür haben wir genug für die Kühe. Für die Schafe sollten wir auch eigentlich genug Futter haben. Was ich mir Sorgen mache, ist das Futter für die Kühe, das Heu. Aber auch das sollte eigentlich relativ gut möglich sein, zusammenzukriegen. Wenn jetzt die nächsten Wiesen wieder erntereif sind, dann sollte das eigentlich relativ gut funktionieren. Mit dem Heu auch für die Kühe. Klar, der Ertrag war jetzt nicht sonderlich gut, teilweise, weil nicht gedüngt oder so. Jetzt haben wir alle drei Wiesen gedüngt mittlerweile. Also sollte da auch eigentlich ein relativ guter Ertrag bei rumkommen. Und das wollen wir natürlich dann eben schauen. So. Das sieht soweit gut aus. Wir können anschließend, wie gesagt, einmal direkt den Pflug holen und einmal hier komplett das Feld pflügen. Freue ich mich schon sehr drauf. Auf das Pflügen. Das wird eine coole Sache. Das auf jeden Fall. Ton habe ich gehört, ist in der letzten Folge soweit in Ordnung gewesen. Wenn es hier beim OBS hier teilweise im roten Bereich hatte, war es soweit komplett in Ordnung. Vom Ton her. Also ich habe jetzt nichts Auffälliges gehört oder sowas. Von daher, da war das wirklich, sage ich mal, in Ordnung. Ich habe jetzt, wie gesagt, nichts Auffälliges gehört gehabt. Von daher auch da alles in Ordnung. Falls euch irgendwas auffallen sollte, Bild, Ton oder sowas, gerne Bescheid sagen in den Kommentaren. Dann werde ich danach direkt gucken, aber soweit sollte eigentlich in Ordnung sein. So, wir fahren einmal zurück zum Hof, werden einmal den Düngestreuer wegstellen und den Pflug besorgen. Und dann geht es ans Pflügen des Feldes. Das wird natürlich eine aufregende Sache. Da relativ klein und wir müssen da relativ viel wenden und alles. Aber okay, kriegen wir alles hin. Ich mache mir da wahrscheinlich jetzt zu große Gedanken. Von daher, ja, machen wir. Wir machen das soweit fertig und dann passt das. Ich mache mir da wahrscheinlich, wie gesagt, viel zu große Gedanken. So, einmal hier rumfahren, dann ab zum Feld 53. Feld 26 ist übrigens erntereif, das haben wir ja gesehen in der letzten Folge auch.
dass das da Erntereif ist. Da müssen wir mit dem Drescher hin dann, klar. Heißt wieder relativ viel Arbeit für uns, was wir machen müssen. Arbeit geht halt nicht aus. Und wenn wir noch mehr Felder haben, dann wird es noch hektischer und ja. Aber gut. Ändern kann man es nicht. Wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie klarkommen. Und das werden wir auf jeden Fall auch hinkriegen. Eine Sache nach der anderen. Mehr geht nicht. Wir sind hier allein unterwegs, von daher. Mehr wie arbeiten können wir sowieso nicht. Von daher müssen wir schon ein bisschen das timen. So, Flugdrehen kann ich auch, ne? Ja, Flugdrehen kann ich auch. Bin mal jetzt gespannt, ob ich das auch richtig anstelle. Nicht, dass ich das wieder falsch drauf habe, aber egal. Aber zumindest wird jetzt erstmal soweit geflügt. Das ist eine heftige Sache, die hier ansteht. Geht auch nicht von jetzt auf gleich, aber muss alles gemacht werden. Ne, ich glaube, das war verkehrt. Ich glaube, ich muss so rum jetzt. So sieht, glaube ich, besser aus, ne? Ich glaube, so bin ich eher richtig. Ich glaube, so bin ich eher richtig. Habe ich Licht an? Ich habe Licht an, ne? Ich kann gerne noch mehr Licht anmachen. Die Arbeitsbeleuchtung ist ja immer noch bewölkt, leider. Das ist ein bisschen doof. Aber okay. Kann man nicht ändern. Wenn es bewölkt ist, ist es bewölkt. Kriegen wir schon hin. Das sollte natürlich nicht passieren. Wir müssen schon die ganze Spur mitnehmen hier. Weil sonst haben wir hier natürlich Flächen, die nicht gepflügt sind, und das geht gar nicht. So, sehr cool. Einmal Flug wieder drehen. Und senken und zweite Spur, klar. Die nächste Spur. Einmal fahren. Und das sieht super aus. Sieht soweit echt super aus. Wir kriegen das relativ gut geschafft. Wir freuen uns schon auf die Einsaat des Feldes. Beziehungsweise natürlich auch wieder auf die Ernte, natürlich. Und was haben wir aber eigentlich auf Feld 26 gehabt? Da will ich jetzt mal gerade gucken. Erntereif ist es. Feld 40 ist auch erntereif, sehe ich gerade. Das ist in Ordnung. Was haben wir da drauf? Auf 40 ist Raps und auf 26 sind Sojabohnen. Also leider kein Stroh. Leider kein Stroh, kann ich keine Ballen machen. Aber okay, das ist jetzt zum Geld verdienen dann, die beiden Felder. Von daher, das passt dann. Ist auch nicht gerade verkehrt. Hier lassen wir wieder den Streifen stehen. Das sollte nicht passieren. Davon habe ich auch noch einen Streifen. Den werden wir nachher noch beheben. Ja, kriegen wir schon hin.
Jetzt kriegen wir schon hin. Dauert ein bisschen, aber wir kriegen es hin. Da mache ich mir wenig Sorgen drum. So. Sehr cool. Sehr cool, Leute. Weiter geht's natürlich mit der nächsten Spur. Die nächste Spur. Anschließend, wie gesagt, nochmal düngen. Dann die Einsaat. Mal gucken, was wir hier drauf machen. Ich würde natürlich gerne nochmal was in Richtung Stroh machen. Dass wir nochmal Stroh bekommen. Hühnerfutter brauchen wir ja keins, da wir keine Hühner füttern müssen hier im LS17. Von daher, da brauche ich mir keine Gedanken drum zu machen im Hühnerfutter. Leider. Aber okay. Finde ich im LS19 besser. Dass da zumindest die Hühner wieder auch im Vordergrund sind. Und man diese füttern muss und alles. Finde ich wesentlich interessanter natürlich, ne? Hat man zumindest einen Grund für Weizen, Gersteanbau. Das ist schon richtig cool dann. Aber okay. Hier sieht es soweit gut aus. 2 Liter haben wir noch im Tank. Wir müssen langsam mal tanken fahren. Aber okay, noch haben wir da Zeit. Das geht noch klar. Und wir werden das auf jeden Fall relativ vernünftig machen, so wie es geht. Zumindest versuchen vernünftig zu machen, wie ihr seht. Und von daher, das passt, denke ich mal, relativ gut. So, einmal heben. Einmal drehen wieder. Und nächste Spur direkt hinterher. Sehr cool. Läuft da wie geschmiert, Leute. Läuft da wie geschmiert. Wir machen hier eine Spur nach der anderen fertig. Und das läuft, wie gesagt, fantastisch. So, einmal drehen. Und die nächste Spur direkt hinterher. Da haben wir das Pferd schon fast halb, ja, ungefähr halb fertig. Das ist ein guter Fortschritt gewesen. Und den Rest werden wir dann definitiv in der nächsten Folge machen. Vielleicht nochmal düngen. Und dann geht's in 2 Folgen los mit der Einsaat. Ich freue mich schon mega drauf. Ich bin gespannt, was wir wirklich dann machen werden an Getreide hier auf Feld 53. Und dann kommt natürlich die Ernte. Werden wir wahrscheinlich erst Feld 40 machen, anschließend Feld 26. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wenn wir Feld 40 gemacht haben, ob wir dann direkt schon wieder direkt eben schnell einsehen sollen und vorbereiten sollen. Oder ob wir erst Feld 40 und 26 dreschen sollen und dann erst die Felder bearbeiten sollen. Ich weiß noch nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wie wir das anstellen werden. So. Einmal den Flug runter. Nächste Spur direkt pflügen. Fantastisch. Wirklich fantastisch, Leute. Vor allem mir macht das mega Spaß, hier auf den Feldern zu arbeiten. Das ist wirklich ein tolles Gefühl. Das ist wirklich ein richtig tolles Gefühl.
So, letzte Spur für heute. Die wir jetzt machen. Hoppala, sorry. Und dann danke ich euch schon mal fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag einmal, bis dahin natürlich. Servus und tschüss.